Freunde, schön, dass ihr wieder reinklickt. Heute bin ich hier wieder im Donautal unterwegs. Diesmal habe ich mir nichts zu trinken mitgenommen. So, für mich ist immer eine tolle Herausforderung, auch im Sinne vom Prepping, natürliche Wasserquellen wie hier zu kennen, die oft geheim sind oder sehr versteckt. Und da ist die Herausforderung, dass ich mir dann oft Routen zusammenstelle, wo ich dann wie hier an so eine Quelle komme und wo ich hier super Trinkwasser bekomme, ohne dass ich das filtern oder abkochen muss. Aber ihr wisst ja immer, wenn ihr Überlebensfilme anschaut, die Regel lautet ja maximal 3 Tage ohne Wasser. Und das habe ich ja schon mal gesagt, dafür Karl und mich gilt maximal 3 Stunden ohne Kaffee. Deshalb habe ich mir jetzt auch hier eine Tasse Trinkwasser quasi aus dem Felsen geholt. Und das gibt aber jetzt einen Kaffee. Dann legen wir mal los. Hier an so einer Stelle, direkt an der Quelle, da brauchen wir auch keinen Kocher, sondern da reicht jetzt hier ein Espit-Würfel und dann können wir unseren Kaffee kochen. Espit lässt sich übrigens auch mit dem Feuerstarter anzünden. Dazu muss man nur wie allen Zunder einfach feine Granulate hier rausmachen und dann kann man die mit dem Feuerstarter anzünden. Das Plätschern der Quelle. Regen über dem Blätterdach. Aber wir sind ja nicht aus Zucker. Ja, und wenn es euch schon schnell interessiert, hier kleine Tageszunderbox mit Matte-Tampon als Feuerstarter, etwas Birkenrinde und eben Espitwürfel. Dann dabei natürlich das Buschkraftmesser und hier das Backup-Messer, verstaut in Magazintaschen von der Bundeswehr. Hier drin ist dann natürlich noch das Survival-Kit und hier in der großen Tasche sind dann drin Kaffee, Traubenzucker, Verbandszeug und so weiter. Ja, das Wasser hier kocht fantastisch, also raus mit dem Kaffee. Wichtig, immer alles gleich wieder verstauen. Feuerstahl, Signalpfeife, Minitaschenlampe, Kompass und Thermometer kommt wieder in die Hosentasche. Solche Quellen zu kennen, das hätte natürlich auch super Vorteile in Notzeiten, wenn Trinkwasser rationiert werden würde, dann wären natürlich solche Plätze ideal, um sich zusätzliche Vorräte beschaffen zu können. Also deshalb mein Tipp auch immer, wenn ihr in der Natur unterwegs seid, haltet immer
Ausschau nach natürlichen Wasserressourcen. Und wenn man hier so unterwegs ist auf Tour, dann macht es auch einen riesen Spaß, quasi nur mit seiner Standardausrüstung und hier mit so einer Tasse dann diese Wasserquellen anzulaufen. Und da freut man sich dann immer schon, wenn man weiß, okay, jetzt noch 2 Kilometer, ja, und dann gibt es entweder einen Kaffee oder frisches, klares, kühles Quellwasser zum Trinken. Das ist schon cool. Ich hoffe, die kurze Tour zu einem Käffchen hat euch gefallen. Schaut mal wieder rein. Macht's gut. Leo sagt auch tschüss. Tschüss. Macht's gut. Euer Hans und Leo. Ciao.